dran? Na, meine Mutter. Oh, how wonderful. Ja, die hat mir nämlich früher, wenn ich ins Wasser gesprungen bin, immer den Hintern verhauen. Was hat sie Ihnen gehauen? Na, also erklären Sie das der Knegelfrau mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, mein Junge, diesmal sind wir noch mit zwei nassen Fischen davongekommen. Sind gar nicht mehr nass, Herr Doktor. Schon ganz warm. Ja, aber Peterle, jetzt bleibst du ganz ruhig im Bett liegen, hörst du? Nö. Ja. Ich bin auch schon wieder ganz gesund. Na, aber wenn ich dir sage, dass du liegen bleiben musst, bleibst du dann im Bett, Peterlein? Dann erst recht nicht. Papa hat immer gesagt, die Doktors taugen alle nicht. Dann steh auf, du Lausjunge. Wir sehen. Und wenn er sich nicht bedankt, ist auch noch so. Ich kenne Ihre persönlichen Verhältnisse nicht, Herr Gildemeister. Danke bescheiden, Herr Kapitän. Zur zweiten Million fehlt mir einstweilen immer noch die erste. Na also, das Kind vom Konsum Konradreiten ist eine Chance. Mhm. Wissen Sie, wer da ist? Na, natürlich, das ist ein Großkaufmann, verdient viel, zahlt schlecht. Wird mich vielleicht so als Buchhalter einstellen bei sich. So mit 200 Mark, nein, danke. Bin kein Buchhalter. Na, schwimmen gut, rechnen schlecht. Seien Sie doch nicht so dumm. Ja, ich kann Ihnen das sagen, ich könnte doch Ihr Vater sein, Herr Gildemeister. Herr Kapitän, ich könnte sogar Ihr Sohn sein. Aber ich brauche nicht auf Sie zu hören. Ne? Der Kopf? Tja, vom Vater geerbt. Vom Vater? Jawohl, Herr Kapitän. Tag. Guten Tag. Ich heiße Peter. Ich heiße Heini. Ich wollte mich noch bedanken, dass Sie mich aus dem Wasser geholt haben. Willst du mein Freund sein? Jawohl, gemacht. Gemacht. Verzeihung. Ach, Papa, du brauchst dich gar nicht mehr zu bedanken. Das habe ich schon alles getan. So. Herr Gildemeister. Ich weiß schon, Herr Konsul. Sie kommen wohl wegen der kleinen Wasserpantomime, ne? Was doch nicht der Rede wird, nicht wahr, mein Junge? Mich entschuldigen Sie wohl, meine Herren. Schön. Wir haben die Polizei von Hamburg. Bitte Herrn Weigert zu mir in die Kabine. Jawohl. Was Sie für mich getan haben, da. Ich kann gar keine Worte finden. Wieso? Psst, oh, wenig. Dank ist da wirklich wenig. Und. Aber wenn Sie mal einen Menschen brauchen, werden Sie mich immer finden. Seien Sie mir nicht böse, Herr Konsul. Aber darauf kann ich schwer antworten. Buckliger Reisender, Rauschgift handelsverdächtig, führt Ware vermutlich mit. Weiß jemand an Bord, dass Sie Detektiv sind? Nein, Herr Kapitän. Hier bin ich der olle, ehrliche Kaffeepflanzer Wilhelm Döring. Also bitte vorsichtig. Ich möchte kein Aufsehen an Bord. Gewiss, Herr Kapitän. Also Sie wissen, der Bucklige ist zu beobachten. Ebenso alle Personen, mit denen er in Verbindung steht. Guten Morgen. Also ich bilde mir ein, ich rieche direkt schon mein geliebtes Hamburg. Ich war nämlich 5 Jahre drüben. Tja, lange Zeit. Da ändert sich vieles. Tja, stimmt. Vieles. Aber nicht Mutter und Schwester. Sehen Sie, das ist doch nun gerade das Wunderbare daran, nicht? Dass man jahrelang weg gewesen und ist in der ersten Minute schon wieder zu Hause. Wollen wir nicht einen Whisky trinken? Alright. Auf Wiedersehen. Kommen Sie. Du warst noch, Quadja. Jawohl. Zwei Whisky, ja? Zwei Whisky. Und ein Mogga. Jawohl. Verstanden, Herr? Ja. Es tut wohl, mal wieder ein deutsches Wort zu hören. Ja. Besonders, wenn man 20 Jahre draußen seinen Kaffee gebaut hat. So. Kaffee. Mhm. Sagen Sie mal, Max, kann man nicht bei Ihnen eine Prise haben? Tut mir leid, wir führen am Bord keinen Stoff dabei. Sie meinen wahrscheinlich Kokain. Kokain? Pfui Teufel. Wird an Bord schwer zu haben sein. Na, ist auch nichts für mich. Was meinen Sie wohl, was auf einem Schiff alles geschmuggelt wird? Also, meine Herren, außer unseren Leuten kommt niemand aufs Schiff und keiner kommt runter. Das Gepäck alles genau untersuchen. Diesmal müssen wir den Burschen fassen und überführen. Jawohl, Herr Kommissar. Es sollen ja jährlich Tausende mit dem Zeugs ruiniert werden. Natürlich, mit zwei solchen Kaffeebüchsen.
Da können Sie den Amigo umbringen. Ich möchte schrecklich gern mal sehen, wenn so ein Kerl gefasst wird. Na, das kann Ihnen auf solchem Schiff leicht passieren. So? Na, wenn man Prost. Prost. Wir müssen ja schon gleich in Cuxhaven sein. Erlauben Sie einen Augenblick. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Sagen Sie mal, wieso interessieren Sie sich eigentlich als Pflanzer ausgerechnet für Rauschgifte, ne? Sie sind doch Kaffeepflanzer, nicht wahr? Das will ich wohl meinen. Seit 20 Jahren in den Tropen ansässig. Ausgezeichnet. Guter Kaffee, probieren Sie mal. Das ist was für Sie. 1A Guatemala, nicht wahr? Zweite Ernte. Ja. Unser einer schmeckt das sofort. Sofort. Na, nun will ich Ihnen mal was sagen, mein guter Kerl. Erstens mal ist das nicht Guatemala, sondern einfacher Santos. Und zweitens nicht zweite, sondern erste Ernte. Woher wollen Sie denn das so genau wissen? Ich verstehe nämlich wirklich was davon. Ich bin jahrelang Pflanzer. Na, und wenn Sie noch was von mir wollen, kommen Sie in die Kabine und sehen meine Koffer nach. Aber sehen Sie sich vor, Sie, dass Sie Ihre Nase nicht einklemmen. Tschüss. Gesetzes verhafte ich Sie. Ich fürchte, Sie sind einem bedauerlichen Irrtum zum Opfer gefallen. In dem Koffer ist nichts gefunden worden. Kann ich jetzt gehen? Jawohl, mit uns aufs Polizeipräsidium. Lass dir es gut gehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Konsul. Lass dich mal ansehen. Nein. Wie siehst du denn aus? Du bist ja noch hübscher geworden. Nein, Papa, nein. Na, und wo ist Gerda? Der ist im Theater. Die hat ja immer Probe. Und hat sie sich heute nicht frei machen können? Nein. Verstehe ich nicht. Na, komm mal, komm mal. Entschuldigen Sie, lassen Sie uns mal durch. Nicht? Erzähl mal. Deine Mutter, es geht mir immer noch nicht in den Kopf, dass unsere kleine Gerda auf einmal so eine große Schauspielerin geworden sein soll. Hm? Du hast ja so viele neue Anzüge. Na Mutter, ich weiß doch, was ich euch schuldig bin, wenn ich mit euch beiden sonntagsnachmittags in Alsterpavillon gehe. Na, was kommt denn jetzt, gnädige Frau? Hm? Da haben wir doch so was Wunderschönes mitgebracht für Mutter Gildemeister. Was Praktisches? Praktisch. Du kannst doch auch mal was Schickes, was Elegantes haben, ne? Hm? Na, dann komm mal raus, du kleiner Astronom. Na? Hm? Ist schön? Was? Ja, aber das kann ich ja nicht. Na, natürlich nur. Kannst du, Mutter. Du kannst alles, ne? Ja, da musst du nur was drunter tragen, sonst regnet es durch. Ne? Ja, das ist sie, die Gerda. Gerda. Halt, lassen Sie mich doch los. Ich bin ja gar nicht die Gerda. Oh, verzeihen Sie bitte tausendmal, aber dass ich das nur noch groß bedauern soll, das können Sie wirklich nicht verlangen.
Sie sind Gerdas Bruder. Ja, stimmt. Ich heiße Dora Lien. Willkommen hier in Hamburg. Danke. Gerda. Da bist du ja. Du. Gerda. Was ist denn los? Du, Gerda, dann bist du krank. Sie ist übermüdet. Wir haben in der letzten Zeit so viel Proben. Gerda, leg dich doch hin. Gerda. Du. Komm. So. Gerda, ruh dich doch erstmal aus. Du, ich hab dir auch was Feines mitgebracht. Nimm mal hier, zwei feine Muschelketten. Gefallen sie dir? Hm? Eine für sonntags. Hm? Du, hier hab ich. Warte mal. Hier. Alles für meine kleine Schwester? Nee. Na, hier habe ich ja was Wundervolles, du. Also, diese Kette, du, die hat mal einer kleinen Negerprinzessin gehört. Sie wollte mich heiraten, war doch nett von der jungen Dame, nicht? Aber das ging doch nicht, nicht? Das ging doch nicht, weil wir beide aus einer so stinkfeinen Seeräuberfamilie sind. Hm? Nicht? Hm. Freust du dich denn mit den Sachen? Singen. Dass man das Kochen Augenblick sein muss. Komm her. Ja. Setz dich mal hier hin. Und sag mir mal, was ist eigentlich mit unserer Gerda los? Was soll denn sein? Na, früher war das ein gesunder, kräftiger Mensch und heute, da sieht sie aus, dass sie sieht ja aus wie... Mia sagt, da achtet nichts. Und den Zustand, da willst du sie morgen wegschicken auf eine Gastspieltournee? Das gibst du als Mutter zu? Ich habe bei Gerda nichts mehr zuzugeben. Was heißt das? Ich bin ja gar keine Mutter mehr. Ich bin eine fremde Frau, die so daneben herliegt. Mutter. Du sag mal, was ist das eigentlich für ein Mädel da, diese Freundin? Dora? Das ist eine Kollegin vom Theater. Aber aus der ist ja auch nichts herauszubekommen. Die haben ja immer ihre Geheimnisse miteinander. Du, ruf Urusev an. Ich kann nicht auftreten. Du siehst doch, dass ich nicht kann. Ich werde verrückt. Sag ihm, ich kann nicht auftreten. Soll ich heute Abend... Nein! Bitte, bitte. Lass mich doch spielen. Ich lass mich nicht herausdrängen, ich will spielen. Das ist hübsch, Herr Gildemeister, dass Sie nach uns sehen. Gerda hat eben nach Ihnen gefragt. Gerda, nein. Sieh mich doch wenigstens mal an. Was fehlt dir denn? Hm? Nichts, gar nicht. Ich bin müde. Was ist hier eigentlich los? Die Polizei kann sich auch irren, Herr Doktor. Bestreitet niemand. Scheint einwandfrei, das Alibi. Scheint. Haben Sie irgendetwas daran auszusetzen? Ist mir ein wenig zu lückenlos. So. Also wenn es eine Lücke hätte, das wäre Ihnen verdächtig. Und jetzt, wo es keine Lücke hat, sind auch verdächtig. Was war der Zweck Ihrer Reise? Wenn ich nicht irre, erwarten Sie jetzt die Antwort, internationaler Rauschgifthandel.
Leider. Ich betreibe keine so gefährliche Beschäftigung. Ich verkaufe ausschließlich diese Grammophonplatten. Hier, die Bellophonkarte. Aha. 13. Erfindung, Herr Kommissar. Wunderbare Erinnerung an die Stimme der Eltern, der Kinder, der Geliebten. Danke. Genügt. Ist das Ihre einzige Beschäftigung? Nein. Im Nebenberuf bin ich allerdings Schmetterlingssammler. Ja, ich teile diese Leidenschaft sogar mit meinem Gesandten. Wir tauschen zuweilen unsere Dubletten. Er wird sicher sehr erstaunt sein, dass ein unbescholtener Staatsbürger in Deutschland wegen eines so harmlosen Vergnügens belästigt wird. Scheint wirklich ein Irrtum unsererseits. Verzeihen Sie. Bitte. Bleibt unter Beobachtung. Jawohl. Herr Doktor, wir müssen heute 5 Überstunden machen. Ja, bitte, wenn es sein muss. Gut. Die neuen Scheinwerfer sind eben angekommen. Bitte verpacken und sofort zur Bahn schicken, aber gleich, ja? Herr Doktor, von dieser Gage kann ich mir keine neuen Trikots kaufen. Bitte, Fräulein, kommen Sie nach der Vorstellung. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Können wir heute Abend Stühle hineinstellen? Na, das ist doch selbstverständlich. Aber vorher müssen Sie mit der Polizei sprechen. Ist gut, Herr Doktor. Hallo, Josef. Ja? Guten Abend. Oh, guten Abend. Gerhards Bruder ist heute angekommen. Ja, ich weiß. Ich habe nicht geglaubt, dass Gerhard Abend auftreten kann. Doch, doch, es wird schon gehen. Ich habe Sie überredet. Ich will das doch nicht. Das verstehen Sie nicht, mein Kind. Und wenn Ihr Bruder das erfährt? Er wird es nicht erfahren. Dafür habe ich schon gesagt. Hallo, Doktor. Ja, Entschuldigung. Tag, welche Loge bitte? Bitte, das ist hier. Bitte schön. Für Fräulein Gildemeister. Jawohl. Ja. Schön. Wunderschön. Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Schwester so schön ist. Also Mädel, wenn du dich heute Nachmittag gesehen hättest... Ich bin sehr abgehetzt, weißt du, die Reisevorbereitungen. Musst du denn unbedingt reisen? Aber Heinrich, das ist doch für meine Karriere enorm wichtig. Seit einem halben Jahr freue ich mich auf die Tournee. So? Und ich habe mich 5 Jahre auf Mutter und dich gefreut. Ja, ja. Bitte? Mille pardon. Ach, der Herr Bruder, nicht wahr? Gildemeister. Ich freue mich sehr. Alles spricht schon von Ihnen. Dr. Urusev, unser Impresario. Ich wollte nur sagen, morgen Vormittag um 11, Anprobe der neuen Kostüme. Sie wird aussehen, Ihre Schwester, sage ich Ihnen. Also aussehen? Wunderbar. Sie können sehr stolz auf Ihre Schwester sein. Ganz Paris wird Ihnen zu Füßen liegen. Du. Der macht dir wohl den Hof, was? Mir? Bist du auf deine Schwester eifersüchtig? Der Kerl gefällt mir nicht. Ich bitte, sag das bloß nicht vor Dora. Wieso? Was denn los? Ist die etwa in den verliebt? Er will sie heiraten. Na also, wenn sie damit einverstanden ist, dann ist sie doch in ihn verliebt, hm? Oder? Verliebt? Es gibt ja noch anderes für eine Frau als Liebe. Ach. Aber das verstehst du nicht. Was hast du da drüben im Urwald nicht kennengelernt? Gott sei Dank. Na, jedenfalls hat das Mädel mir vorher besser gefallen. Heini? Ja. Bitte geh jetzt. Ja, nun werd nicht nervös, mein Kind. Ich geh schon, ne? Also, dann spiel mal gut. Ja. Der Rauch ist verboten. Kommen Sie mal her, Fräulein. Hier. Kommen Sie sich schön weiter, ja. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ist das für Fräulein Gildemeister? Jawohl, Herr Doktor. Zeigen Sie mal. Sehr schöne Blumen. Bringen Sie sie ihr. Jawohl, jawohl, Herr Doktor. Hat Ihnen der Herr sonst nichts gegeben? Sonst nichts. Nicht Zeit, Fräulein Gildemeister, wir müssen jetzt anfangen. Ich trete nicht auf, nicht einmal eine Zeile von ihm. Wir machen Sie doch jetzt eine Geschichte. Ich will einen Arzt haben. Ja, hören Sie denn nicht, einen Arzt will ich haben. Einen Arzt. Ja, aber wir können doch nicht so lange warten. Spielen Sie doch wenigstens den ersten Akt. Bis dahin ist der Arzt da. Thank you.
Blumen für Fräulein Gildemeister besorgt? Jawohl, Herr Graf. Dankeschön, Herr Graf. Dankeschön. Wer ist denn das? Ein bannig reicher Holländer kommt alle Jahr ein paar Mal nach Hamburg. Erst tragen. Das so. Das hat nützt ihm dann, Herr Graf? Wenn einer 5 Mark Trinkgeld gibt, dann ist er bei mir Graf. Ober, ja. Wissen Sie keinen Schachpartner für mich? Ich würde mal fragen. Wenn es Ihnen recht ist. Angenehm. Rechts oder links? Links. Ich muss sehr vorsichtig sein. Übertragung, schöne Helena. Heute das letzte Mal. Tja. Wird groß aufgezogen, das Pariser Gastspiel. Sogar mit eigenen Dekorationen. Ich habe in der Zeitung gelesen, 30 Kisten Gepäck. Oh, ich habe gelesen, 31 Kisten. Sie haben noch eine dazugekommen. Tja, dazugekommen. Wir nehmen die französischen Zollbeamten etwas zu revidieren haben. Oh, 8 Kisten Gepäck. Wird kaum kontrolliert. Der Gildemeister. Schöne Stimme. Tja. Mit ihrem Bruder zufällig auf demselben Schiff gefahren. Ach, der Lebensretter war der Bruder. Gade, achten Sie auf die Dame. Die Dame? Tja, da muss man sie wohl schleunigst schützen. Hören Sie nur, ist doch fantastisch. Meister hat einen Nervenzusammenbruch. Ich bitte sich, ein Augenblick zu gedulden. Helfen Sie mir, Doktor, haben Sie Mitleid. Dora, helft mir doch. Herr Redemeister. Ja, bitte schön, lieber Doktor. Bitte schön, kommen Sie mal hier. Also, was ist mit dir? Nervenkollaps. So. Bearbeitung. Wir werden ein Beruhigungsmittel geben. Also hier stimmt doch was nicht. Also lieber Doktor, Sie verheimlichen mir ja was. Also ich verlange von Ihnen, dass Sie mir antworten. Selbst wenn ich wollte. Nur mir als Bruder können Sie es doch sagen. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Ja, ja. Bearbeitung. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Tja, ja. Also Fräulein Lind, ich mach das hier nicht mehr länger mit. Ich kann's auch nicht mehr. Lassen Sie meinen Arm los. Sie sind verrückt geworden. Ach so. Tja, ja. Lind, ich suche Sie im ganzen Haus. Sie müssen sofort die Rolle übernehmen. Aber ich kann doch jetzt nicht spielen. Aber Sie sind ja studiert, kommen Sie schon. Setzen Sie es durch, dass Sie sofort in ein Krankenhaus kommt. Morphin ist denn, ne? Kann man doch heilen. Wenn es nicht schon zu spät ist. Ist es denn schon so schlimm? Ja.
So habe ich Sie noch nie gesehen. Dora, Sie müssen sich beeilen. Aber ich bekomme doch gar keinen Ton heraus. Soll ich Ihnen helfen? In einer Minute sind Sie ganz ruhig. Sind Sie wahnsinnig? Sie wagen es mir, Morphium als Beruhigungsmittel vorzutäuschen? Und ich? Ich erlebe jeden Tag, wie meine beste Freundin, trotz ihres ungeheuren Ehrgeizes, trotz ihres großen Talentes, überhaupt nicht mehr in der Lage ist, ihren Beruf auszuüben. Bitte, sehen Sie sich doch mal gerne an. Was war das früher für ein frecher Kerl? Und was hat dieses Gift aus ihr gemacht? In wenigen Wochen finden Sie doch überhaupt kein Engagement mehr. Und was wird dann? Ich bitte Sie, gehen Sie. Du hast das nicht gewusst, was neben dir passiert. Hm? Du hast auch nicht gewusst, dass deine Tochter sich all die Jahre vergiftet hat. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wenn es nicht wahr ist, dann geh doch rein. Sieh sie an, wie sie da liegt. Und frag den Arzt. Wie hätte ich es denn verhindern sollen? Hättest du nicht so blind rumlaufen sollen. Aufpassen. Hättest sie einsperren sollen. Oder mich holen. Hab ich denn nicht alles getan? Sie ist doch nicht nur deine Schwester. Sie ist doch auch mein Kind. Also du lässt das sein, Buddel. Wein doch nicht, das nützt doch auch nichts mehr. Na, davon wird unsere Gerda jetzt nicht gesund. Ja, das sehen wir. Hier ist doch die fremden Leute. Sei doch ruhig, komm. Der Gildemeister ist im Krankenhaus, Zusammentreffen mit Bruder verhindern, da sie Namen des Chefs kennen. Transport darf nicht gefährdet werden. Kennt den Namen des Chefs? Sagen Sie mir doch wenigstens, wer er ist. Ich weiß es nicht. Ach. Niemand weiß es. Gibt's doch nicht. Sie werden ihn noch mal irgendwo kennengelernt haben. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie mir nicht glauben, wäre ich nicht gekommen. Ja. Also bitte nun, schnappen Sie nicht gleich ein, nicht wahr? Sie haben mir ja auch nicht erzählt, was mit Gerda los war. Aber Gerda ist meine Freundin. Ich hatte ihr geschworen, Ihnen nichts zu sagen. Ja, dann werde ich es eben erst rauskriegen, wenn man wieder mit ihr reden kann. Ich weiß nur, dass Gerda ungefähr vor 2 Jahren einen Mann kennengelernt hat. Da begann plötzlich ihre große Veränderung. Wollen wir uns setzen? Aber warum hat er ihr denn das Giftzeugs gegeben? Sie nahm es einmal, dann wieder und immer wieder und dann gab es kein Halten mehr. Alles hat sie sich damit zerstört. Gesundheit und Karriere. Am ersten Abend, nachdem man nach 5 Jahren nach Hause kommt, muss man seine Schwester ins Krankenhaus bringen. Ja, ja. Wie sie geschrien und getobt hat, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Also, kommen Sie. Aber vielleicht wird sie gesund. Vielleicht, ja. Wenn ich den Lumpen in meine Finger kriege. Ich habe es nie verstanden, wie man einen Menschen ermorden kann. Aber den Kerl bringe ich um. Ich hoffe, dass Sie ihn nicht finden werden. Komm. Haben Sie Herrn Bürgermeister angerufen? Er muss jeden Augenblick hier sein. Haben Sie ihm gesagt? Nein, ich habe nur die Mutter gesprochen. Aha. Ich wollte die alte Dame nicht beunruhigen. Eigentlich verstehe ich die ganze Sache nicht. Herr Gildemeister, Herr Professor, erwartet Sie schon. Herr Schwester. Herr Professor. Guten Tag. Es ist gut, dass Sie da sind. Wir versuchen schon den ganzen Vormittag, Sie zu erreichen. Ja. Ihre Schwester ist spurlos verschwunden. Was ist das? Ist das
doch ausgeschlossen. Tja. Hören Sie mal, dann muss ihr doch jemand geholfen haben, oder kann man hier so spurlos verschwinden? Eigentlich nicht. Hat meine Schwester denn heute Besuch gehabt? Ja, eine Dame war da, Fräulein Linde oder so. Eine Dora Linde, ja? Ja, kann sein. Ja, das ist eine Kollegin von ihr. Glauben Sie, dass diese Kollegin mit Ihrer Schwester im Einverständnis war? Ja, glauben Sie denn das, Herr Professor? Ich verstehe, ich verstehe überhaupt nicht, wieso ist sie denn ausgekniffen? Ach, das ist mir schon klar. Ihre Schwester ist Schauspielerin, sie will in Paris spielen. Herr Professor, das Kleid von Schwester Hertha ist weg. Das kann nur Fräulein Gildemeister mitgenommen haben. Ich bin ja so glücklich. Ich darf spielen. Ich weiß gar nicht, wie Sie dazu kommen, mir zu helfen. Ich weiß nicht einmal, wer Sie sind. Ein Freund, der Ihnen auch weiterhelfen wird. Sie müssen es mir noch mal sagen. Ich darf nach Paris? Hier, Ihre Fahrkarte. Ich fürchte nur, Ihr Bruder wird Sie nicht reisen lassen, wird Sie doch sicher am Bahnhof suchen. Ich möchte nämlich gerne Unannehmlichkeiten vermeiden. Ach, Sie wollten mir doch helfen. Ja, wenn Sie das tun, was ich Ihnen sage. Ihr Zug geht um 7.30 Uhr. Sie werden sich um dieselbe Zeit mit Ihrem Herrn Bruder verabreden. Selbstverständlich weit weg vom Bahnhof. Ich möchte meinen Bruder nicht belügen. Ach, also nicht nach Paris, nicht spielen. Bitte, wie Sie wollen. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Sie werden ihn antelefonieren und ihm sagen, sprechen Sie mir genau nach, Heini, es geht mir gut, erwarte mich bitte an den Fleten 17 um 7:30. Was werden Sie sagen? Sprechen Sie bitte sehr deutlich. Ich höre nämlich ein wenig schwer. Na, Heini? Heini, es geht mir gut. Erwarte mich bitte an den Fleten 17 um 7:30. Wunderbar. War ja ausgezeichnet. Sagen Sie an den Fleten, das ist doch eine abgelegene Gegend. Da stimmt doch was nicht. Ich telefoniere nicht. Bitte, bitte, regen Sie sich doch nicht auf. Werden wir uns eben anders zu helfen wissen. Na, Sie wissen ja Bescheid. Der Arzt hat gesagt, unmöglich. Wir haben sofort unbesetzt, Fräulein Lied wird spielen. Passt es? Jedenfalls bin ich heute Abend auf der Bahn. Und wenn meine Schwester da ist, dann können Sie was erleben, mein Lieber. Aber bitte, bitte, Herr Gildemeister, ja, weshalb drohen? Wir haben gar kein Interesse, wir haben wunderbaren Ersatz. Ja. Bitte drehen Sie sich um. Sehr gut. Telefon! Ja, ich komme. Verzeihung. Ich verstehe das alles nicht. So? Verstehen Sie das wirklich nicht? Wie meinen Sie das? Ja, Sie waren doch heute bei meiner Schwester im Krankenhaus, ne? Gewiss, aber man hat mich nicht vorgelassen. Was denn? Sie haben Gerda nicht geholfen? Nein. Entschuldigen Sie, es könnte doch möglich sein, ne? Vielleicht aus Freundschaft für Sie oder... oder aus Gefälligkeit für diesen Herrn... Dr. Urusev. Was haben Sie gegen Urusev? Warum glauben Sie, dass er lügt? Ach, ich bitte Sie, sowas spürt man doch. Ne? Also, ich kenne ihn. Er ist unglücklich, ja, aber ja, nicht ja, schlecht. Ja, ich weiß. Sie müssen ihn ja in Schutz nehmen. Schade. Sehr schade. Ich hatte gedacht, wir beide könnten mal gute Freunde werden. Ist das jetzt unmöglich geworden? Herr Gildemeister, zum Telefon. Ihre Schwester will Sie sprechen. Hallo? Wieso weiß denn die Gerda, dass ich hier bin? Erlauben Sie mal. Ja, hallo, Gerda, hier bin ich, Heini. Ja? Heini, es geht mir gut. Erwarte mich bitte an den Fleten 17 um 7:30. Na, und wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt?
Hallo. 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 Blöde Zitrin. Sie nur nicht anfassen, nicht? Loslassen, sonst gibt's ein Ding. Wer schlägt hier? Ich! Hier gegen ein, hier! Kadetten hier! Schlachtschwänze! Also doch eine Falle, ihr Hunde. Ist der Chef benachrichtigt? Ja. Wir sollen warten, nicht? Jetzt wird jemand kommen. Vor mir schon einer dran gewesen sein. Der Kerl ist zum Fenster raus. Warum denn, wenn die Tür auf ist? Aufwärts!
Weg 3. 28. 30. Lambdorf. Lambdorf. Hallo, Chinaman. Hm? Was machst du denn hier? Herz ist drum. Was? Du gehst raus in der Bande, hä? Also liegt da drin, der Dussel. Oh, Hilfe! Nein, du liegst drin, Schatzi. Hä? Hier, hier. Schwimme satten. Golf, Junge. Aufhalt! Hilfe! Hilfe! Aufhalt! Hilfe! Aufhalt! Schicken Sie doch sofort ein paar Leute hin. Dicke Luft. Fahren Sie ab. Nach Hause, bitte. So, mein Verehrter, nur aussteigen, aber schnell. Endstation, Polizeipräsidium Hamburg. Unglaubliche Schweinerei. Schön reingefallen. Herr Wachmeister, wie spät ist denn? 9.15 Uhr, genau. Der Pariser Zug schon über eine halbe Stunde weg. Ist noch jemand oben von Ihren Herren? Ja, ja. Weißt du übrigens, dass Gerda im Zug ist? Das ist nicht wahr. Bitte. Gerda. Warum bist du mir das im Krankenhaus durchgegangen? Willst du dich den ganzen zugrunde richten? Ich will nach Paris. Warum hast du denn deinen Bruder nicht benachrichtigt? Du, ich werde ihn telegrafieren. Nein, telegrafieren nicht. Lass mich doch in Paris spielen. Aber du hältst doch die Rolle gar nicht mehr durch. Ach so. Du willst spielen. Wenn du das glaubst, bitte, spiel. Ach doch, Dorn, jetzt schimpf doch. Gerrit. Na Dora, wie kommen Sie in das Abteil? Wie kommt Gerda in das Abteil? Die Franzosen haben eben darauf bestanden, dass sie spielen soll. Sie haben also gewusst, dass Gerda mitfahren wird. Warum haben Sie mich da erst angeschwindelt? Es ist sehr schwer, einer Künstlerin, die man liebt, zu sagen, Sie werden die Rolle nicht spielen. Herr Gildemeister, haben Sie von dem heutigen Abend noch nicht genug? Nee. Sehen Sie mal, jetzt bin ich erst richtig munter geworden. Nee, gestatten Sie? Bitte. Sie lassen sich da mit einer Bande ein, die gefährlicher ist, als Sie glauben. Na nun? Ich hatte gedacht, das sind alles ganz naive, unverdächtige Leute, denen die Polizei nichts anhaben kann. Unverdächtig? Das habe ich nicht gesagt. Wir haben nur keine Beweise. Beweise? Sollten die nicht mit ein bisschen guten Willen in Paris zu finden sein? Du pass es auch mal auf, Herr Kommissar. Die ganze Truppe ist abgefahren. Sehr wahrscheinlich ist meine Schwester auch dabei. Das ist nicht ausgeschlossen. Na also, was halten Sie denn davon, wenn ich mir meine kleine charmante Zahnbürste ins Klopfloch stecke und morgen früh mit dem ersten Zug selbst mal auf eigene Faust nach Paris gründele? Frühstück bitte! Herr Gildemeister, auch in Geschäft nach Paris? Scheint so. Ich lese da eben zu meinem Bedauern, Ihre Schwester ist krank? Todkrank, ja, Morphium. Ach, Schreck. Sagen Sie, wie kommt eigentlich ein so junger Mensch zu Morphium? Na, der Mann, der einen Schuft,
Durch einen Mörder, nicht wahr? Sind Sie doch auch meiner Meinung, dass der ein Mörder ist, der ein Mädel vergiftet? Ein ganz gemeiner Mörder, was? Sie haben vollkommen recht. Widerlich. Nun stellen Sie sich mal vor, jetzt fahren Sie nach Paris, weil Sie wissen, man hat Ihre Schwester dahin verschleppt und treffen im Zug ausgerechnet den Kerl, der an allem schuld ist. Ach, Sie wissen sich doch immer zu helfen. Nun geben Sie mir mal einen Rat, was macht man in meiner Stelle? Tja, ich würde ihn kaltblütig über den Haufen schießen. Ganz meine Meinung. Nur, ich würde mich hüten, den Falschen zu erschießen. Sehen Sie, ich zum Beispiel, ich kann durch meinen Pass beweisen, dass ich seit 2 Jahren nicht in Europa war. Selbst die Polizei hat mein erstklassiges Alibi bestätigen müssen. Von der Hafenkneipe, da steht wohl auch nichts in Ihrem Pass. Was? Da sind Sie wohl auch nicht gewesen, oh, was? Ja. Wer bestreitet denn das? Man hat mir telefoniert, dass mein gestohlener Wagen dasteht. Das ist alles. Hey, wie gern möchte ich Ihnen alle Rippen im Leib kaputt schlagen. Aber ich vergreife mich nicht gern an einen. Na, sagen Sie ruhig, Buckling. Ja. Lachen Sie nur. Lachen Sie nicht, Sie. Treffe ich Sie nochmal in einer Hafenkneipe oder sonst irgendwo. Ja. Sie, dann kriegen Sie von mir Ihr Visum. Und dann brauchen Sie auch gar kein Alibi mehr. Sie. Auf Wiedersehen. Zähler Antrieb, Alassane? Oui, monsieur, wie sind die Manu? Non, aber nicht für mich, mein Bruder. Non, pas pour moi, je suis, ich will zur Primadonna. Mademoiselle Gildermeister, das ist meine Schwester. Verstehe. Hm. Comment pas. Was? Das verstehst du nicht. Und, wie heißt denn du Französisch? Das habe ich gerade gefehlt in der Schule. Masseur. Ah, vous êtes le masseur? Ja, Siegfried, stimmt, ich bin der Masseur. Hier. Masseur, moi, je. Je suis. Portier, où est la garde-robe de Mademoiselle Gildermeister? Hein? Apportez? Comprenez pas? Do you speak English? No? Was denn? Spreche Holland? Oh, holla holla, hic Swahili? Hä? Was? Aber wie geht's dir denn mit dem Gehör, du? Bist du schwerhörig oder hast du überhaupt keine Muttersprache? Hä? Doch. So. Hamburgisch? Mensch. Ich bin gebürtiger Hamburger, ne? Menschenskind, Hummel, Hummel, Moas, Margarine, du. Du bist mein Landsmann, warum hast du das nicht gleich gesagt? Tja, ich wusste doch nicht, was sie da schnacken, ne? So. Französisch und Englisch. Und dann kam zum Schluss was Unverständliches. Aber wie dumm bist du eigentlich, du? Du kannst deine eigene Muttersprache nicht mehr. Also, du bring mich mal hin zu meiner Schwester, das ist von der Gildemeister, die singt hier bei euch die schöne Helena. Oh, ne? Kommen Sie her, ich bring Sie schon hin. Nicht sprechen. Du, was Uro sich gesagt, ich will mich das Heim nicht siegen. Lass mich doch die paar Tage in Paris noch spielen. Gönnst du mir es nicht? Der längst erwartet schon. Der längst erwartet schon. Dahinter steckt es wahr. Herr Gildemeister, in Paris? Freut Sie sehr, was? Außerordentlich. Wo ist meine Schwester? Ja, ich denke in Hamburg. Nein, hier ist sie, hier im Theater, Herr Dr. Urosef. Ja, sie ist doch krank, wie sollte sie nach Paris kommen? Mit demselben Zug wie Sie. Dann wird sie es wissen. Na, es ist ein Irrtum, ich werde es Ihnen gleich beweisen. Fräulein Link, bitte kommen Sie her. Ja? Sagen Sie, Herrn Gildemeister, wer die Rolle der Helena gespielt hat. Doch, Fräulein Link. Ich habe mir unser Wiedersehen allerdings anders vorgestellt, aber... Ja, kommen Sie mal. Ich werde hier fürchterlich belogen. Wo ist Gerda? Nicht hier, Fräulein Link hat die Rolle. Seien Sie doch gefälligst ruhig.
Sie sind der einzige Mensch, dem ich hier noch vertraue. Ich habe eben die Gerda gesehen, wie sie auf der Bühne war. Das ist ihre Garderobe. Der Portier kennt sie. Also muss sie hier sein. Sie sehen doch das Kostüm, nicht? Hm. Dora, haben Sie gespielt oder nicht? Ich habe gespielt. Bitte? Ihr lügt ja. Ihr lügt ja ganz schön, ihr beide. Pfui, Teufel. Wo ist meine Schwester? Verlassen Sie sofort das Theater! Ach, haben Sie keine Angst, gnädiges Fräulein. Herr Güldemeister, Ihre Schwester geht eben weg. Dieser Idiot, gerade jetzt muss er hereinplatzen. Dieser Herr Gildemeister fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Sie haben sich ja auch nicht gerade geschickt benommen. Ich will nicht, dass er mich für eine Lügnerin hält. Ah. Ihnen gefällt der große blonde Kerl? Hm? Gerade ist sie weggefahren. Ich habe sie nicht mehr erreichen können. Schlechte Nachrichten. Polizei ist hinter uns her. Die Kiste muss aus dem Theater heraus. So, wer transportiert sie denn? Dora. Ausgeschlossen, keine Frau. Nur. Ich sage Ihnen ausgeschlossen. Es war eine Dummheit, die Gildemeister mitzuschleppen. Den Bruder werden wir ja sowieso nicht los. Er hat's doch befohlen. Er, immer nur er. Wer ist denn eigentlich der Chef der Marquis oder Sie? Urusev, Sie fragen zu viel. Sie werden sehr leichtsinnig. Wo ist die Gildemeister? Beim Marquis. Ich mach dir den Drachen los! Ich mach ihn los! Die Straße ist ja viel zu weit, man kann sie ja gar nicht hören. Schade, der schöne Drachen. Oh, Sie packen schon? Ja, ich muss ins Theater, ich habe Probe. Ach, aha, na, das dürfte ja nun kaum nötig sein. Wieso? Fräulein Lind ist so liebenswürdig, ihre Rolle zu übernehmen. Was? Bin ich für Paris engagiert oder nicht? Na ja, gewiss, aber es sind Umstände eingetreten, die gesagt haben. Ach so. Man will mich beiseite schieben. Ich werde sofort mit Urusev sprechen. Bedauere, aber Sie können das Haus nicht verlassen. Ich schrei um Hilfe. Aber lassen Sie doch die Kinder rein, es wäre ja ganz zwecklos. Ich habe meinen Bruder beschwindelt, um in Paris spielen zu können. Wenn man mich nicht auftreten lässt, dann will ich zu meinem Bruder zurück. Gerade das bin ich genötigt zu verhindern. Sie lassen Sie mich augenblicklich fort. So wie Ihr Bruder Paris verlassen hat. Na. Wirklich nicht, wo Gerda ist? Nein. Nein, nein, ich weiß es wirklich nicht. Warum fragen Sie so viel? Ja, warum melden Sie das nicht der Polizei? Weil es gar keinen Zweck hat. Man würde Gerda vielleicht in irgendeiner Morphiumhöhle finden. Das wäre keine Reklame für ein deutsches Gastspiel. Warum sind Sie so nervös? Dora, ich bitte Sie, was wollen Sie denn eigentlich? Sie werden Gerdas Rolle spielen. Sie werden Erfolg haben. Ich will Sie ja doch nur glücklich machen. Ich fahre jetzt ins Hotel. Ich muss mich umziehen. Dora! Kann ich Ihnen diese Kiste hier mitgeben? Ich lasse sie dann nachher abholen. Ja? Hallo, kommen Sie her.
Bitte, schaffen Sie diese Kiste hier ins Hotel, aber gleich. Ich soll also nicht zur Polizei gehen. Überlassen Sie das ruhig Herrn Gildemeister. Wie soll denn der arme Junge in dieser großen, fremden Stadt Gerda finden? Das ist schrecklich. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, Frau. Ein Telegramm, Herr Kunze. Verzeihung, bitte. Französischer Markt von Holland-Konkurrenz überschwemmt. Marseille große Quanten lagernd. Disponiert Hafen. Telegrafieren Sie, ich bin morgen Marseille. Mhm. Wann wollt ihr so uns zurückkommen? Am Telefon sagte er, er wüsste es nicht. Er müsse doch Gerda suchen. Kann ihr doch etwas zugestoßen sein, nicht wahr? Wünschen Sie, dass ich nach Paris fahre? Aber das kann man ja gar nicht verlangen, Herr Gonzo. Ich fliege heute noch nach Paris und morgen dann weiter nach Marseille. Herr Gonzo. Okay. Wo wohnen Ihr Sohn? In Grillon, Herr Gonzo. Noch bitte meinen Schlüssel. Fräulein Linde erwartet Sie auf Ihrem Zimmer. Ja, danke schön. Merci, madame. Sie wollen mich sprechen, Fräulein Linde? Jawohl, ich habe Nachricht von Gerda. Eine sonderbare Karte, nicht wahr? Wann haben Sie die bekommen? Vorhin von Portier. Und mit dem Poststempel von heute? Ja. Haben Sie mir nicht gestern Abend im Theater gesagt, Gerda ist überhaupt nicht in Paris? Ja, aber ich habe gelogen. So, und jetzt meinen Sie, soll ich Ihnen auf einmal alles glauben? Sie sollen mir ja gar nicht glauben, aber auf alle Fälle ist die Karte von Gerda. Sie sind sehr misstrauisch. Geworden, Fräulein Lind. Geworden. Sie haben ja auch einen Grund dazu. Ich habe es aber gut gemeint. Als ich Sie das erste Mal sah, dachte ich so bei mir, Menschenskind, ja, das ist eine Frau, die nimmst du mit nach drüben, die passt zu dir. Wie sich das geändert hat, na, also, reden wir nicht mehr drüber. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt. Ich begreife überhaupt nicht, wie man zu Ursa halten kann. Zu mir ist er immer gut gewesen. Hm. Er ist ein Durchaus. Er ist ein Verbrecher. Wie können Sie so etwas sagen? Erinnern Sie sich in Hamburg auf der Bühne am letzten Tag, als Ursa mich zum Telefon rief? Meine Schwester wollte mich angeblich sprechen? Ja. Na, dann werde ich Ihnen auch beweisen, dass Ihr Ursef ein Rauschgifthändler ist. Also, das wäre geschafft. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Ware ist im Hotel. Wo? In Doras Zimmer. Was? Ja, das ist doch das Unauffälligste. Ich gratuliere. Der Blond ist bei Dora. Was jetzt? In dieser Sekunde. Doch, das kann doch nicht sein. Aber ich habe doch eben mit dem Hotelportier telefoniert. Ja, da muss ich ja sofort hin. Ursef? Was? Seien Sie vorsichtig. Warum? Die Hamburger Polizei hat einen Beamten nach Paris geschickt. Dora hat keinen Verdacht, der Koffer ist fest verschlossen. Ja, hoffentlich. Na und wie das alles so aneinander hängt, das habe ich mir doch erst nach und nach zusammengereimt. Ich bin ja schließlich nicht von der Kriminalpolizei, nicht wahr? Also passen Sie doch mal auf. Als Gerda mich telefonisch in die Hafenkneipe bestellte, da war Ursef dabei, nicht wahr? In der Kneipe, da war der Bucklige und der Bucklige ist Rauschgifthändler. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Na und dieser Ursef ist Morphinist. Wenn einer Morphium nimmt, braucht er noch nicht damit zu handeln. Ebenso können Sie sagen, Gerda handelt damit. Hören Sie mal, sowas traue ich mich überhaupt nicht zu glauben, ne? Aber irgendwie hängt Gerda leider mit diesen Leuten zusammen. Warum hat der Ursef sie denn hier mitgenommen? Nur damit Gerda in Paris Theater spielen soll, das glauben Sie doch selber nicht. Aus Hamburg, da sollte sie weg. Das war der Grund. Das sind alles Vermutungen, aber keine Beweise. Schön, 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 schön. Schön, Sie haben meinetwegen recht. Na, und warum hält man Sie jetzt hier irgendwo heimlich versteckt? Das weiß ich. Weil ich hier bin. Weil ich nicht wieder mit ihr zusammentreffen soll. Weil Gerda irgendwas weiß von den Brüdern und diese Spitzbuben Angst haben, ich könnte es vielleicht aus ihr herausholen. Ich kann das nicht glauben. Sie wollen es nicht glauben. Sagen Sie mal, Herr Gildemeister,
Ja. Sieht morgen schon so aus wie Puder? Kommen Sie darauf. Ich frage nur. Ich frage Sie nur, wie Sie darauf kommen. Nichts. Hm? Inhalt, Schwenke und Puder? Das ist ja interessant. So viel Schminke braucht eine kleine Schauspielerin, um sich schön zu machen, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Die Kiste gehört mir nicht. Sondern Urosef, ne? Stimmt's? Und jetzt möchten Sie furchtbar gerne mal wissen, ob der Puder da drin ebenso aussieht wie Morphium, ne? Den können wir doch gleich mal nachsehen. Nein, die Kiste dürfen Sie nicht öffnen, die ist mir übergeben worden. So, jetzt möchte ich Ihnen bei all unserer Freundschaft einen sehr ernsten Rat geben. Kommen Sie mal her. Jetzt setzen Sie sich hier ganz artig her. Aber ganz artig. Nein. Und auch ruhig. Lassen Sie das doch. Ganz ruhig. Jetzt darf Vater nicht gestört werden. Kleine Puderdöschen. Original Abschwingpapier. Das hier, das sind doch eigentlich schon mehr ausgewachsene Kaffeebüchsen, was? Was machen Sie mit dem Koffer da? Ich? Ach, ich puder mich. Ich habe meine Puderquaste vergessen. Hand aus der Tasche! Oder ich schmeiße in die Kiste. Ein Schädel. Diebstahl. Das kann Ihnen gefassen. Die Gauner. Diebstahl. Richtig. Wenn Sie die Kiste wieder haben wollen, holen Sie sich bei der Polizei ab. Nehmen Sie die Hand weg, habe ich schon mal gesagt. Sehr, Fräulein Dora. Nanu? Wer sind Sie denn? Marquis d'Esquillon. Na, dann warten Sie mal einen Augenblick. Kommen Sie denn in mein Zimmer rein, hm? Mir öffnen sich alle Türen. Ach so, dann haben Sie wohl immer einen Dietrich bei sich, was? Ich darf mich doch widersetzen. Mann, wie wäre es, wenn ich Sie gleich rausschmeiße? Nur dazu haben Sie ja noch Zeit, wenn wir geplaudert haben. Also los, was wollen Sie von mir? Sie suchen Ihre Schwester. Ich habe ausgezeichnete Verbindungen, ich werde Ihnen helfen, sie zu finden. Ich habe Sie nicht um Ihre Hilfe gebeten. Herr Gildemeister, hm? Sie haben 5 Jahre schwer gearbeitet und ganze 3000 Dollar gespart. Was geht Sie denn das an? Nichts. Na. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass Sie auf Ihre Plantage Santa Maria Dolores zurückgehen, aber nicht wie bisher als Aufseher. Sondern? Als Besitzer. Ach so. Kann man doch nicht mit 3000 Dollar. Also, rufen möchten Sie mich, was? Bestechen wollen Sie mich? Nein, nicht einmal. Ich will von Ihnen nur eine kleine Gefälligkeit, die mir so viel wert ist. Dann müsste ich ja eben so ein Gauner sein, wie Sie einer sind. Gauner? Hm. Ich bitte Sie. Man ist doch kein Gauner, wenn man heute Abend in ein Auto steigt und einem Koffer seinem rechtmäßigen Besitzer zustellt. Ein ausgekochter Junge sind Sie ja, das muss man schon sagen. Sie wissen, wo man die Menschen anpackt. Aber bei mir sind Sie an die falsche Adresse gekommen. Die Trümpfe habe ich nämlich in der Hand. Bis auf ein. So. Und den habe ich. Ihrem vollen Schwester ist nämlich ein kleiner Irrtum unterlaufen. Sie hat einen Wechsel nicht mit dem eigenen Namen unterschrieben, sondern mit dem des Herrn Urosef. Das ist nicht wahr, Sie lügen. Ich bitte Sie, eine arme Kranke, die kein Geld für Morphium hat. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Mensch, der sich wehrt. Ich soll auf Jahre in Zuchthaus und revanchiere mich mit einem kleinen Skandal. Überschriften den Hamburger Zeitungen. Der Gildemeister fälscht Wechsel, die Sängerin und die Rauschgifthändler, eine Verhandlung vor Gericht. Bande. Bande? Weshalb denn Bande?
Was wollen Sie denn überhaupt? Wollen Sie Ihren ganzen Urlaub als Kriminalbeamter verbringen? Sind Sie deswegen von drüben hierher rübergekommen? Machen Sie doch von meinem Auto, das Sie heute um 23:30 abholen wird, Gebrauch. Sie bekommen den Wechsel, werden Besitzer einer großen Plantage und heiraten eine schöne Frau. Bin ich nicht nobel? Und Gerda? Was wird aus meiner Schwester? Die werden Sie sofort wiedersehen, wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen. Wir wollen doch auch der alten Dame in Hamburg unnötige Aufregungen ersparen. Nicht wahr? Herr Gildemeister? Wiederschauen. Ich will jetzt haben Sie mich. Jetzt haben Sie mich richtig, die früher. Tja, ja, kleine Mutter. Diese Schweinehunde. Diese Schufte. Und man kann nicht gegen sie an. Das ist es. Kein Menschen hat man. Mademoiselle. S'il vous plaît, Fräulein Lind. Schon im Theater? Oui. Merci. Ist der Gildemeister Martell? Er ist in sein Zimmer, Herr Consul. Ich erwarte ihn auf dem Dachgarten. Jawohl, Herr Consul. Chambre 117, Monsieur Gildemeister. Wie kommen Sie denn hierher? Ich soll Ihnen Grüße von Peter überbringen. Peter, der kleine Peter. Was macht er denn? Er wartet auf seinen großen Freund. Was ist denn? Herr Konsul, helfen Sie mir bitte. Entschuldigen Sie, aber es ist für mich zu viel. Na, Sie wissen, ich bin doch Ihr Freund. Also deswegen bin ich ja hier. Also was ist denn geschehen? Also, bitte lesen Sie mal hier. Sie damit schon auf der Polizei? Ich kann doch gegen diese Gesellschaft nichts und nichts unternehmen. Stellen Sie sich doch vor, was passiert ist. Meine Schwester Gerda hat einen Wechsel gefälscht. Wie ich nur wüsste, wer sie darauf gebracht hat. Soll ich denn den Skandal riskieren? Wenn sie sich vermeiden lässt, nein. In meinem Zimmer, da habe ich eine ganze Kiste voll mit Rauschgift. Die habe ich den Jungs abgenommen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hast du jetzt. Jetzt hast du gesiegt. Was hat der Gildemeister erreicht? Heute Abend wird er die Kiste zurückbringen. Na, dann ist ja alles gut. Von Gerda haben Sie keine Nachricht? Ach ja, richtig. Vor lauter Unannehmlichkeiten hätte ich das fast vergessen. Sie ist gestern Abend noch weggefahren. Los, beeilt euch doch, erwartet doch schon. So, und nur gleich zum Bahnhof. In meinem Leben schon Dummheiten genug gemacht hat. Aber dieser Bande auch noch helfen. Ja, trotzdem weiß ich nicht, was ich machen soll. Immerhin, es geschieht daraus Liebe für ihre Mutter, ihre Schwester. Besitzer einer großen Farm werden, eine schöne Frau und viel Geld kriegen, das könnte ich jetzt alles so mit einem Schlag haben. Nur, dass ich dann eben so ein Schweinekerl. Nee. Also, Herr Konsul, lachen Sie mich aus, wenn Sie wollen, aber. Nein, nein, nein.
Das geht nun wirklich nicht. Wir werden es mit Geld versuchen. Ich gebe Ihnen einen Blankoscheck. Die Hülsersumme darf keine Rolle spielen. Ich hätte Sie nie darum gebeten, Herr Kumpel. Naja, Sie können ihn ruhig annehmen. Ich bin ja trotzdem noch in Ihrer Schuld. Glauben Sie, dass er kommt? Ja. Und wenn nicht? Er kommt. Mit der Ware? Oh, auf alle Fälle haben Sie ja Ihre Instruktion. Großes Risiko. Auf Ursef geben Sie Acht. Unzuverlässig. Oh, leichtsinnig. Gildemeister ist da. Darf ich bitten? Brauchen sich hier gar nicht so umzusehen. Sie sind hier in keiner Hafenkneipe. Aber wie ich sehe, kommen Sie leider mit leeren Händen. Sie haben mir vorhin einen Vorschlag gemacht. Ich mache Ihnen einen Gegenvorschlag. Ich höre. Sie wissen ja, wo meine Schwester ist, nicht wahr? Gewiss. Also holen Sie sich meinetwegen die Kiste ab. Dafür bringen Sie mich zu meiner Schwester und ich kaufe Ihnen den Wechsel zurück. Oh, mit Geld können Sie den Wechsel nicht einlösen. Wieso? Da wird auch nicht so hoch sein. Ware? 1000 Mark. Na, ich bitte Ihnen das Zehnfache. Nicht fürs Hundertfache. Umsonst oder gar nicht. Ach so. Also mit anderen Worten, Sie wollen mich absolut in Ihre Schwindeleien hineinziehen, ne? Ich hätte es etwas vornehmer ausgedrückt, aber im Kern haben Sie es getroffen. Also drücken Sie sich aus, wie Sie wollen. Bei mir ist jetzt Schluss. Machen Sie auf meinetwegen jetzt so viel Skandal, wie Sie Lust haben. Ich mache Ihre Schmuggelei nicht mit. Ich gehe jetzt sofort zur Polizei. Wollen Sie ihn denn entkommen lassen? Niederschießen müsste man den Kerl. Soll ich ihm nach? Wenn man so viel Morphium in den Knochen hat wie Sie, Ursef, sollte man nicht mit Muskeln konkurrieren. Also, lieber der Polizei ausliefern, was? Ich habe keine Lust, mit dem Chef anzubinden. Das ist noch gefährlicher als Polizei. Na, je vais trouver que de la poudre de riz. Herr Gildemeister, ich kann Ihnen nicht helfen. Das ist ganz gewöhnlicher Reispuder. Aber das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Ich glaube, das Morphium besteht nur in Ihrer Fantasie. Ja. Au revoir, Monsieur. Monsieur. Au revoir. Monsieur. Na? Sind Sie nun wenigstens überzeugt davon, dass Ursef ein Verbrecher ist? Von dem bin ich kuriert, aber gründlich. Und versprechen Sie mir, in Lissabon vorsichtig zu sein? Aber ich bin ja vorsichtig. So hat unsere Bekanntschaft angefangen. Ja. Blöd, dass ich nicht mitfahren kann. Sie müssen hier bleiben. Wie, wer? Verzeihen Sie mir, Frau. Wer muss hier bleiben? Ich habe immer so ein Uhrensaugen. Du musst hier bleiben. Wollte ich mir auch ausgebildet haben. Also einstweilen sucht die Polizei immer noch nach dem Menschen, der Gerdas Brief abgeschickt hat. Und wenn du Gerda gefunden hast? Du denn aber, mein Kind, wie so ein geölter Blitz ab nach Lissabon. O signore dono da casa? Sì, signor. O signore parla alemão? Ja, ich spreche etwas Deutsch. Ich möchte mir erlauben, Ihnen ein Angebot für Feuerlöscher zu machen. Feuerlöscher? Kein Bedarf. Nein, nein, es sind natürlich keine wirklichen Feuerlöscher. Es handelt sich um eine neuartige Verpackung für Theaterpuder. Ja, ich komme sofort. Na, mein Junge, zeig mir mal das Haus, wo meine Schwester deinen Drachen losgebunden hat. Was? Hmm? On te demande où est la maison où la sœur de monsieur a décroché ton cerf-volant. Ah, c'est là-bas. Alors, dans tout. Ah, also, kommen Sie mal her. Montre à ce monsieur la fenêtre à laquelle tu as vu la dame. Oui, monsieur. Na, das sieht hier doch direkt ausgestorben aus. Das ist doch ausgeschlossen, dass hier jemand wohnt. Werde gleich haben.
C'est cette fenêtre au deuxième. Ist das das Zimmer? Wahrscheinlich. Kerl. Kerl. Schnell. Ein Arzier. Tout de suite. Pauvre femme. Wo ist die Ware? Urusev wird sie morgen liefern. Mich kennt man ja leider zu sehr in Lissabon. Urusev soll aufpassen. Polizei? Es liegt was in der Luft. Was kostet die Ware? 12 immer. 10. Ah, Sie glauben, wir müssen verkaufen. 10,5. 11 oder gar nicht. Gut, 11. Einfach liegen lassen haben die Kerle sie. Weil sie wohl geglaubt haben, sie wird nie mehr was verraten können. Wir sind gerade noch im richtigen Moment gekommen. Ja, Doktor. Typischer Fall, wie weit das entsetzliche Morphin einen Menschen bringen kann. Selbstmordversuch, wie sie uns das hat antun können. Ich danke Ihnen. Gerda, liebe kleine Gerda. Heini, nicht böse sein. Ist ja keiner böse. Warum hast du das nie getan? Hm? Du, wir hätten dir doch alle geholfen, du, Mädel, liebe kleine Gerda. Willst du was haben? Hm? Michael soll nicht kommen. Nein. Nicht kommen. Ist doch niemand hier, mein Kind. Ich will nicht. Du, wer ist denn das, Michael? Hm? Gerda, sag mal, wer ist das, Michael? Hm? Sag's mir doch. Berton soll nicht kommen. Er kommt ja auch nicht. Er kommt ja auch nicht. Du, ich bin doch bei dir. Merton. Egal, Merton. An Ihrer Stelle würde ich den Namen gleich so mit Ölfarben an die Wand malen. Nachrichten aus Paris? Gildemeister ist abgereist. Endlich. Ja, aber hierher, nach Lissabon. Was? Nachmittag ist er da. So. Hm. Ja. Gut. Dann heißt es eben rasch hier fertig werden. Haben Sie das Geld? Natürlich habe ich das Geld. Aber nicht bei mir, das wäre zu gefährlich. Urusev, Sie lügen. Misstrauen gegen mich, ja? Vielleicht. Jedenfalls handeln Sie gegen die Vereinbarung. Ich handle nach meinem Verstand. Wann liefern Sie das Geld ab? Wenn ich den Augenblick für geeignet halte. Den Augenblick bestimme ich. Um 3 Uhr an der Fähre. Urusev, seien Sie vorsichtig. In Ihrem eigenen Interesse. Traficante estupefacientes vapor Casillas, 3 horas. Contrabando encontrese barbeiro da avenida. Michael Merton. Então, mande lá alguém. Tá bem. Então, vou mandar alguém.
wäre doch schön. Sie haben sie ja noch gar nicht gesehen. Nein. Möchten Sie mit mir nach Südamerika? Wie kommen Sie darauf? In anderthalb Tagen ist man im Flugzeug dort. In einer ganz anderen Welt. Sie wollen nach drüben? Ja, wann denn? Heute. Ist es eine Flucht? Ja. Ach so, Josef arbeitet mit der Polizei. Ich werde dort warten, in dem kleinen Hotel am Hafen, weißt du? In dem Hotel Alfama. Ich habe doch die Karten schon gekauft, ja? Sag doch, kommst du? Und wenn ich nicht komme? Ja. Dann weiß ich nicht, dann ist alles... Nein. Nehmen Sie die Karte, Dora, bitte, ja? Bitte nehmen Sie die Karte. Gib sie da hinein. Kommen Sie. Ich kann doch nicht wegfahren ohne Sie. Bei der Polizei haben Sie mir doch gesagt, dass der Michael Merton die Anzeige erstattet hätte. Das stimmt nicht. Wieso? Josef hat mir doch selber eingestanden, dass er es gewesen ist. Dass der Josef hat... Ja. Ach, so ist er. Denn ist also der Josef und Michael Merton ein und dieselbe Person. Kapierst du das? Josef ist Michael Merton. Dieser Lump, dieser Schweinehund, hat meine Schwester auf dem Gewissen. Das glaube ich nicht, das hätte ich doch gewusst. Ach, das kann ja gar nicht anders sein. Na, Herr Josef, denn wollen wir beide mal ein paar Worte miteinander reden. Was willst du denn tun? Ach, nichts, nur eine kleine Aussprache unter vier Augen. Wo ist denn dieses Hotel Alfama? Du gehst nicht. Geh zur Polizei und lass uns verhaften. Die Polizei hat doch gar nichts damit zu tun. Heine, ich bitte dich, geh nicht. So, du weißt doch ganz genau, dass ich alles für dich tun will. Aber diese Sache will ich erstmal allein aus der Welt bringen. No, quarto numero 5. Sono 5. Sì, signore. Andrei. E io in mezzo.
Dr. Rose. Hallo. Keiner hier? Hallo? Den haben Sie ja fürchterlich erledigt. Merton hat... Verstehe. Also dann ist Ursef doch nicht Merton. Komische Kette, das ist ja eine richtige Grammophonplatte. Besorge dem Chef Karte für nächstes Wasserflugzeug Lissabon. Was machst du für ein Gesicht? Dora. Du, was ist denn los? Dora, schreck nicht. Du musst alles tun. Heini. Na, ich kann doch nichts dafür. Ich hab's doch nicht getan. Er lag doch schon da, als ich gekommen bin. Wo ist das Grauen? Hier, Merton. Merton hat's getan. Du reißt dich zusammen. Sei vernünftig, Mädel. Du bleibst jetzt hier, bis die Polizei kommt. Ich laufe zum Hafen runter. Merton will ganz bestimmt mit dem Flugzeug weg. Das darf nicht geschehen. Du sagst der Polizei, Merton ist der Chef der Bande. Wie kommst du denn aufs Flugzeug? Richtig, hier. Du, gib mir deine Flugzeugkarte. Schau, sei vernünftig. Hallo, hier. Es ist Dr. Udosef. Ville Mohr ist tot. Appelé, la police. Gehen Sie rein. Nein. Flugkarte, ich hab keine Zeit. Halten Sie mich doch nicht auf. Hier, sofort. Bitte, komm, los. Los. Jetzt, jetzt aufs Flugzeug. Flugzeug! Die ganze Mann! Warum? Verstehen Sie denn nicht, weil Merton an Bord ist. Können Sie nicht Befehl geben, dass das Flugzeug sofort zurückkommt? Bon, vor dem der Aeroplan Polschat. Sie haben mit mir in Paris auf dem Dachgarten gesessen und haben in derselben Zeit unten in meinem Hotelzimmer die beiden geschmuggelten Büchsen vertauschen lassen. Stimmt's? Mein Befehl hat Sie geschützt. Ihr Leben war mir wichtig. Sie haben Ubusev ermordet. Ihre Schwester habe ich geliebt. Nein! Und nein! Nein, Herr Konsul! Zu viel ist geschehen! Wollen Sie, dass Peter des Vater im Zuchthaus endet? Lassen Sie mir einen Ausweg. Diesmal gibt es keinen Ausweg. Doch! Michael Merton kennt kein Mensch. Gobbe
kann ja selber ein Ende machen. Herr Konsul, bin ich der Richter. Wissen Sie denn überhaupt, wer das war? Das war Herr Konsul Görre aus Hamburg.